Was passiert, wenn man zu starke Akkus an ein ferngesteuertes Boot anschließt? Wir haben das Ganze aus Versehen getestet und während der Fahrt ging unser Boot einfach aus. Dann ist es plötzlich explodiert. Ach ja, und gebrannt hat es auch. Daraufhin ist Andreas ins Wasser gefallen, aber er konnte es dennoch retten. Somit hielt der Schaden sich in Grenzen und nur der Regler ist abgebrannt.